Geborstener Augapfel. Nun? So, und nun ist die Frage, wie geht's weiter? Also wir waren da, auf der Seite waren wir schon. Können wir jetzt hier nochmal kurz reinwandern? Ob wir hier auch noch irgendwo was haben? Nö. Also das ist fake. Also hier braucht man nicht sich bemühen. Das ist... Ach, da kommen wir auch wieder hoch auf der anderen Seite, genau. Das war das, wo wir schon geguckt hatten. Kannst du mal bitte hier weggehen? Ja, genau. Dankeschön. Danke, 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 danke. So. Nee, hier geht's auch nicht weiter. Finde ich ja jetzt mal echt merkwürdig. So, auf jeden Fall Waffe erstmal reparieren. So. Waffe reparieren. Jetzt gehen wir mal nach oben. Okay, dann ist das der einzige Weg, den wir noch gehen konnten. Okay, jetzt ist die Frage, was nehmen wir denn? Ich glaube, ich rüste mir hier mal in der Schnellleiste einfach mal das, ja, hier, komm. Das Feuerzeug. Ist ja ein Drachenzahn, ne? Somit Feuer. Kämpfen wir hier gegen einen Samurai. Sir Alan. Sir Alone. Ja, Sir Alone. Forever Alone. Oh. Der Jemine. Aber sein Katana-Schwert, das sieht schon ziemlich episch aus, ja, wie er das schwingt. Die dunkle Macht ist stark in dir. Junger Jünger, du. Aber durch den NPC ist das echt wieder ziemlich einfach. Der halt ihn ziemlich gut tankt. Besonders wenn er in der Ecke steht. Ach verdammt, ich doch. Also der Kampfstil von dem Vieh erinnert mich sehr an die Sünderin. Die Sünderin hatte ein ziemlich ähnliches Movement. Also das ist die mit diesem komischen, mit den Ketten und den Insekten, die in das Vieh reingekrabbelt sind. Für die, die jetzt mit dem Namen nicht wirklich was anfangen können. Ach Mann, ey, das ist doch immer Kacke. Das ist halt immer das große Problem bei diesen Keulen, ja, wenn man die über der Schulter trägt. Dadurch schränkt man unter anderem seinen eigenen Sichtradius ein.
einen Moment. So. Wollt ihr einfach mal so behaupten? Nein! Mann, Alter! Du elendiger Kackpenner. Ja, okay. Hab ich verkackt? Ich hätte es hinkriegen können. Ich hätte es hinkriegen können. Ich hab's aber verkackt. Aber volle Mühe habe ich es verkackt. Kann nicht sein. Naja. Aber wie schon gesagt, das Movement, das ist sehr der Sünderin angelehnt. Also, man kann jetzt wieder behaupten, böse Zungen und so. Ja, das haben sie einfach nur recycelt. Die haben sich das nicht nochmal über den Kopf, durch den Kopf gehen lassen. Die haben einfach nur das dem anderen Skin gegeben. Bla bla bla, Sülz. Ja, kann man natürlich machen. So, jetzt machen wir es einfach mal so, dass die guten Herren und Frauen... dass sie mal sich hier ein bisschen schneller sputen und bewegen und... Dass wir jetzt einfach mal hier durchrushen und dann darauf hoffen, dass wir... Yeah! Dann gegen den Typen in die Schlacht ziehen können. Hoch. So. Mit unserem Gefolge natürlich. So, komm schon. Sehr flinkes Bewegungsmovement. Sehr, sehr flink. Nein! Oh Gott, das war wieder kurz vor knappig. Man das Schwert auch bekommen kann und genauso kämpft wie der. Genauso flink. Ich mag es sehr zu bezweifeln, aber wäre zumindest ziemlich nice. Und schluck, schluck. Fuck, ey, das kann nicht sein, ja? Da macht er so eine Ripose oder wie heißt es? Ja, doch, eine Ripose. Und haut uns damit dann auch noch ein. Oh Mann, ey, komm.
komm schon. Oh, jetzt hat er gerade seine Balance wieder verloren gehabt. Meine Güte, komm. Und Scheiße. Ach ja. Mhm. Schön ausgewichen, wa? So sieht's aus. Sir Alone, ja. Es tut mir leid, es sagen zu müssen, aber ich glaube, der nächste Schlag, der wird dein Ende sein. Ja, von dir. Alter, das kann nicht sein! Geht doch. Boah, ey. Die Seele von Sir Alone. Von Sir Alone, du Alone. Meine Güte. Alone. Ich weiß, Alone heißt das eigentlich. Aber Gottes Willen, haben wir es endlich geschafft mit 5 Hilfskräften und ja. Schmerzerkeil. Ja, okay, dann haben wir das auch, ne? Dann haben wir den... Heißt das jetzt, wir können das nochmal und nochmal und nochmal und nochmal machen? Ich hoffe nicht. So, also auf jeden Fall haben wir da noch einen Schmelzerkeil erhalten. Jetzt haben wir, ich glaube, 2 Stück haben wir noch. Aber dann hat sich zumindest eine Sache wieder zerstört, von selbst zerstört, die ich gedacht hatte. Und zwar, dass wir an diese Rüstung diese Seelen dann verbraten müssen. Das hat sich ja dementsprechend dann aufgelöst. So. Okay. Auf jeden Fall haben wir wieder ein bisschen was geschafft. Noch nicht alles. Behaupte ich jetzt einfach mal. Und wir gehen jetzt einfach mal zu den Schmiedetypen. Die uns aus den Seelen besondere Sachen machen können. So, ich bin gespannt. So, handeln. Streitwarnlanze, bla bla bla. Riesensteinaxt. Ich glaube, der hat nichts Neues. Ne, der hat nichts Neues. Okay, so, dann gehen wir halt eben zu Ornifex. 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 Ah ja, genau, das war das hier. So. Ich musste gerade nochmal überlegen, wo Ornifex rumhing, aber der war ja genau hier. In dieser kleinen, vermaledeiten Komoche. So. Spinnen.
So. Ich finde die so widerlich, die Kackspinnen. Nun gut. Hier haben wir Onifex. Wundersame Seele. Bla bla bla. Reparieren, handeln. So, Seele des Rauchritters. Oh. Rauchschwert. Aus der Seele des Rauchritters gefertigt und von der Finsternis der Nadalia durchdrungenes gerades Schwert. Der ins Exil vertriebene Schwertkämpfer Raim hätte den schwarzen Nebel auslöschen können, doch er entschied sich dafür, an seiner Seite zu leben, gemeinsam mit jenem Kind der Finsternis, das dieses Schwert heimsucht. Okay. So, gerades Elfenbeinschwert, bla bla bla. Dornengroßschwert. So, Spiegelritterseele, Thronverteidigerseele, Königsseele, verlorene Sünderinseele. So, Seele des Rauchritters. Hier, Rauch-Ultra-Großschwert. Aus der Seele eines Rauchritters gefertigtes Ultra-Großschwert. In, guck mal, das hat S in Stärke. Das ist natürlich wirklich geil. Gealtertes Schmelzerschwert. So, Ultra-Großschwert aus der Seele des Schmelzer-Dämonen. Die Klinge ist von einer großen Flamme durchgedrungen. Schwerer Angriff entflammen seine volle Wirkung. Als der alte König Eisen zum Leben erwecken konnte, erschuf er eine Reihe metallener Apparaturen. Das eiserne Ungetüm war vielleicht eine Marionette des Königs. Spezialangriff, schwerer Angriff. So, okay, gut. Aber ich wünsche euch auf alle Fälle alles Gute, ne? Und jetzt brechen wir hier einfach mal kurz ab. Also dann, ciao, ciao, euer Meltas.